schön, dass du wieder dabei bist. Heute mal ein ganz spontanes Video. Ihr seht, ich bin in meinem Putzoutfit und will gerade die Küche wischen. Jetzt habe ich für euch ein neues Gerät, was ich euch gerne zeigen möchte, den SpinMate. Das ist ein elektrisches Bodenreinigungsgerät mit drehender Scheibe bzw. zwei drehenden Scheiben. Und genau diese blauen Pads hier, ich habe das Video gerade schon aufgenommen und dachte, ich sage jetzt noch was dazu. Genau diese blauen Scheiben habe ich jetzt gerade probiert und zeige euch, was dabei rausgekommen ist. Hier zeige ich euch heute den SpinMate im Einsatz. Und zwar ist das ein rotierendes Bodenwischgerät mit drei Aufsätzen. Links die ganz normalen für Laminat, so dünne Mikrofaserpads. Dann auf der rechten Seite die beiden grünen. Das sind die für Staub, um mal eben den Staub vom Laminat zu wischen. Und jetzt sind wir aber hier in der Küche und das ist auch genau das, was ich euch heute zeigen möchte. Das sind hier diese beiden Schrubberpads, die mit dabei sind. Die sind ungefähr einen Zentimeter stark, nicht ganz. Und die sollte man wirklich nur auf Fliesen verwenden. Und dafür habe ich meinen Boden mal so richtig schön dreckig werden lassen, damit wir dann auch sehen, ob es funktioniert. Für das Gerät ist auch ein Ladekabel dabei. Das Gerät muss 3 bis 6 Stunden aufladen und kann dann maximal 120 Minuten genutzt werden. Der Stiel des Gerätes ist 1,30 Meter lang, also richtig schön lang, um das hin und her zu schieben. Wir probieren das jetzt hier einfach aus. Ich drehe es euch einmal um. Das sind die beiden Drehscheiben. Hier für die Küche werde ich jetzt die beiden Schrubberpads benutzen, einfach mittig drauf, sodass sie von allen Seiten den gleichen Abstand haben, sonst sieht das nachher eierig aus. Das ist in Ordnung. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass die Lücke gar nicht vorhanden ist hier, da man dann ja nochmal drüber wischen muss, aber wir probieren es einfach aus. Ich denke mir, wenn ich es jetzt einfach im trockenen Zustand benutzen würde, dann passiert nicht viel. Das ist schon mal genauso, wie ich es mir gedacht habe, was aber auch normal ist. Jetzt habe ich mir hier eine Flasche einfach nur mit Wasser fertig gemacht. Ihr könnt auch euren Bodenreiniger reinmachen und sprühe das jetzt mal so ein bisschen ein. Hier vorne probiere ich es jetzt sofort, wo ich auch wieder denke, das klappt nicht. Oh, aber guck mal. Aha, okay. Ich brauche den Griff einfach nur hin und her frei. Ich habe es jetzt ganz locker hier in der Hand und es fährt quasi von alleine. Wie poliert. Die eine oder andere Macke ist einfach bei mir im Fliesenboden drin. Das geht dann auch nicht weg, so wie hier zum Beispiel. Aber mit diesem Teil kann ich einfach ohne Mühe meinen Boden schrubben, ohne ihn schrubben zu müssen. Das ist unser Katzenfutterplatz. Wenn ich das wirklich nicht regelmäßig wegmache, dann sieht das leider so aus. Ich wollte es jetzt wirklich hartnäckig haben und auch sehen, ob diese Pads funktionieren. Und so wie hier jetzt in den Fugenkanten, da kommt das Gerät auch nicht rein. Das ist aber klar. Wenn man bedenkt, wie das gerade ausgesehen hat und jetzt ist es so, kann sich das wirklich sehen lassen. Hier seht ihr auf jeden Fall die Rückstände. Dann wascht ihr den einfach unter Wasser aus oder könnt ihn bei 40 Grad in die Waschmaschine geben. Und der fühlt sich auch jetzt immer noch richtig schön stabil an. Ist ja jetzt auch nur leicht feucht geworden. Und ihr habt einen richtig schönen glänzenden Boden. Ich hoffe, mein Video hat euch Spaß gemacht. Bis bald, eure Sophie.